Lassen wir uns erstmal seine drei Rentnerschritte gehen und dann rennen wir weiter. Rennen wir weiter. Ich bin echt verwundert, dass er nicht immer sagt, ey, hör auf damit oder... Ne, das ist ihm egal. Tiolo for the shit oder was? Ich weiß es echt nicht. So, genau. Turtle, du gehst in die richtige Richtung. Genau, ja, ja, ja. Nein, 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 nach rechts, nach rechts, nach rechts. Aber jetzt, wo ich mir so überlegt, ich hätte wirklich den Stadteingang nehmen sollen, weil der ist deutlich näher dran und den, ich mache mir unnötig Arbeit damit. Aber so genießt man den April, das ist auch schön. Da gelungen, das ist totaler Scheiß hier gerade. Na komm, Turtle. Alter Sack, jetzt mach doch ein... Ich würde ja schnipsen, aber dazu macht es so fast sogar Spaß, Turtle rumzuschubsen. Das muss man auskosten. Wenn es früher nie ging, ne, dann muss man das muss man jetzt mal dürfen. Und das mache ich jetzt auch. So, Turtle, genau, gehst genau in die richtige Richtung, mein Freund. You're doing it just right, man. Just right. Oh yeah. So, wie lange versuche ich jetzt schon Turtle rumzuschubsen? 5 Minuten? Es ist halt richtungsmäßig echt schwer. Und normalerweise schubst man Leute auch nur rum, wenn man so wirklich in Fallen reinschieben will. Oder man, das könnte ich auch machen. Ich könnte... Ah, nee, das wäre zu viel Arbeit. Ich sag's trotzdem einfach nur, weil ich die Idee ganz cool finde. Ich könnte mit Löchern einen vorgefertigten Weg bauen, bei dem automatisch, also wo Turtle automatisch zu dem Ding hingeführt wird, wo er hin soll. Das würde ich ganz... Würde ich, also... Weil man kann ja nicht über Löcher laufen. Dann könnte ich ihn genau dahin schieben, wo ich will. Das Problem ist halt, es wäre so unglaublich viel Arbeit. Das lohnt sich halt hinten und vorne nicht. Oh, jetzt ist der Wichser in der Ecke oder was? Ah, fick dich. Das kriegt er nicht mehr raus oder wie? So, ich kann einmal mit ihm reden, dann geht er vielleicht nach oben. Was ist, hängst du irgendwas aus? Nein, diese Schildkröte fällt auf keinen Scherz rein. Genau. Ich begieße dich, oder was? Kann ich eigentlich? Boah, ich kann über Klippen reden, cool. Ja, genau. Ein April-Schatz, das hört sich viel netter an. Ich komme nicht hinter ihn, das ist scheiße. Komm, Turtle, bitteschön. Ansonsten schnipse ich echt gleich. Ich will das schaffen. Aber er hat sich gerade festgehakt. Wenn er nicht von selber läuft, ist es scheiße. Nein, falsche Richtung. Du Kröterich. Jawoll! Jetzt geht's wieder rund. Vielleicht spule ich das auch gerade vor oder so. Ich weiß es nicht. Weil das ist halt doch ein Riesenstück Arbeit für... Naja, ob sich lohnt, muss ich ja für sich selber entscheiden. Aber das muss man auch mal machen. Komm, jetzt nicht immer nur Früchte und Scheiß. Man muss auch mal was ausprobieren. Einfach mal extravagant sein. Einfach mal den Bürgermeister ins Rathaus schieben. Ja, genau, ins Museum schieben. Wir sind ja auch gleich da. Sind wir gleich da? Ja, ja, Opa, alles gut. Wir sind gleich am Start hier. So. Dass ich ihn überbrücken kann, das wusste ich ja schon. Das ist ja nichts Neues. Nur die Sache, dass, also, die Tatsache, dass Turtle, läuft, wenn er von der Stelle geschoben wird, das lässt mich denken, die haben diese Möglichkeit wirklich bedacht, dass ich ihn jetzt irgendwo hin und reinschieben könnte. Also ich bin vom Prinzip her bestimmt ein guter Beta-Tester. Nur wahrscheinlich nicht gut genug, weil es schon irgendwer vor mir bedacht hat. Nehme ich jetzt mal an. Warum kann ich nicht einfach sagen, da unten gibt's was, da gibt's irgendwas. Und dann geht er freiwillig mit. Weißt du, ich lüge ja nicht, ich mache nur einen April-Scherz. Und dann im Museum unten ist eine Bombe und ich sage April, April, boom. Was sagst du jetzt, du Ficker? Turtle, so, pass auf, wir haben es gleich. Kann ich ihn da reinschieben oder nicht? Also wenn nicht, bin ich traurig und dann bin ich wirklich traurig. Then I'm seriously sad, man. Okay. Sieht gut aus. Gut aus, Turtle. Nein, 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 nein. Could you fucking not, man? Bitte, Turtle, sei keine so Wichs-Schildkröte. So. Also wirkt es für ihn wie ein... Er kommt da nicht durch. Wow. Jetzt haben wir das auch getestet.
Ich kann dich nicht durch irgendeinen ominösen Eingang schieben. Egal, wie sehr ich es will. Ach komm, Turtle, so ein Museumsbesuch ist doch schön, oder was? Na, scheinbar nicht. Das waren die erfülltesten 10 Minuten meines Lebens, wirklich. Wenn ich jetzt rausgehe, ist er wahrscheinlich wieder weg. Wie beim Rathaus, nehme ich an. Nö, dann ist er immer noch da. Okay. Von mir aus. Wenn du willst. Boah, mir fallen gerade so viele Sachen ein, wie ich Leute verarschen kann. Nur angenommen, hier steht einer unten und ich begieße ihn. Boah, das müsste ich auch mal ausprobieren. Komm, das mache ich jetzt nochmal. Einfach nur mal, um zu gucken, ob oder was passiert. Um zu gucken, was passiert. So, Turtle, geh mal bitte irgendeine Klippe hoch. Ah, nee, zu. Du sollst gar nicht hochgehen. Du sollst nur zu einer Klippe gehen. Und nach Möglichkeit auch 3 Sekunden da stehen bleiben. Ich glaube, ich mache die Folge extra lang und nenne sie das Turtle-Beta-Testing oder so. That sounds like a motherfucking plan. So. Er soll noch einmal so ein bisschen laufen vielleicht. Genau, dass er mir nicht gleich davon rennt. Wenn ich ihn an der Klippe habe, an der er sein soll. Okay, und jetzt. Jawohl, es bringt gar nichts, aber es macht Spaß. Ein gelungener April-Scherz. Ja, also ich fand den April-Scherz sehr, sehr gelungen gerade. Warum auch immer, er erzählt wahrscheinlich irgendeinen schlechten Witz und dann so, oh, das war wack. Deswegen höre ich ihm gar nicht zu. Ich höre ihm gar nicht zu. So, jetzt machen wir endlich mal das, was ich die ganze Zeit schon machen wollte, den Kredit abzahlen, ey. Mann. Das gibt's auch gar nicht. Nein, Pelli, hier sind wir. Richtig, ja. Kredit bezahlen. Und weg. Jawohl. Düpp, düpp, Spitze. Keine Schulden mehr. Mein Kredit ist abbezahlt. So. Was heißt neue Karte? Was ist meine... Ich verstehe nicht ganz, was ist... Warum neue... Aber egal. Wahrscheinlich, weil ich meine alte Kundenkarte... in den Schrank gelegt habe. In die Kommode und deswegen denkt das Spiel jetzt, ich habe keine mehr oder irgendwie so. Irgendwie sowas. So, oh ja, Thorsten. Jo, stell dir vor, du suchst nach 3 Wochen extrem aktiv Urlaub ein Souvenir. Okay, du siehst 2 Sachen am Kiosk. 70er Tapete, 8er Vernichter. Was nimmst du? Boah, echt, ja, dann nimm das altes Haus. Habe ich 3 Wochen Extremsporturlaub gemacht oder was? Ich muss im Urlaub einen Hirnkrampf gehabt haben, als ich das hier gekauft habe. Es ist nicht wirklich mein Ding. Ich weiß nicht mehr, wo ich das hinstellen soll. Du bist offensichtlich eher Fan davon. Nein, du bist offensichtlich eher ein Fan davon, als ein Aktenvernichter-Fan. Ach so, ein Fan davon, als... Ah ja, aha, aha. Oh, aha. Das ist ja interessant. So, Tom, pass mal auf. Wir reden jetzt mal Tacheles, ja? Ich habe deinen scheiß Kredit abbezahlt. Und du wirst mein Haus nicht vergrößern. Ich mag es sehr gerne, so wie es ist. So, ich grüße dich. Ja. Ja. Was nun? Nein, ich hab... Nein. Nein. Ich hab... Was für ein Wichser, der lässt mich nicht. Blöde Piesnacke, Junge. Der lässt mich wirklich nicht, ne? Was eine Sau. Ich dachte, ich kann wirklich Nein sagen. Ja, von wegen. Hat sich mein Heavy Rain Intro von ein paar Folgen auch bestätigt. Ja, widerlich. Ich will mein Haus nicht vergrößern, aber Tom Nook zwingt mir diesen Scheiß auf. Ekelhaft, nicht wahr? Ja, wir beenden das Spiel. Ich will gar nicht von Krediten, ich will da jetzt gar nichts wissen. Ich will zum 5. April, ich will diesen komischen Hasentag und was auch immer das sein soll, aber bitteschön. Und dann ist diese Aufnahme auch vorbei, weil es ist so viel Scheiße passiert, dass ich einfach nur die Schnauze voll habe inzwischen. Olli! Ja. Nee. Nein. Das passen wir an. Heute ist der 5. Natürlich ein Sonntag. Es ist alles Besondere immer ein Sonntag. So, pass auf, es ist Stunde 6, Minute 9. Okay, warte.
Was mache ich? Ich dachte, ich kann irgendwie die Zeit overflowen oder so, aber das geht nicht. Man kann übrigens, man kann ein falsches Datum eingeben. Einfach indem man sowas eingibt wie 32. März oder so. Das kann man eingeben und dann sagt das Spiel, aber der März hat doch nur 31 Tage, ja. Und dann zack aufs Maul. Ja, also das geht, es geht halt bei der Zeit nicht. Das ist aber irgendwie logisch. Weil wegen macht schon Sinn. So, was ist das denn? Alisa, nein. Nein, 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 nein. Ist mir egal. Bankmitteilung, was ist das denn? Achso, die fucking Kundenkarte da, ja, toll. War sehr wichtig. Ich brauche wirklich noch eine. Ja, aber ich bin auch selber schuld, wenn ich sie mir anfordere. Ohne nachzudenken. Ja, okay, von mir aus kommen. Habe ich sie halt dann. Kann ich die nicht einfach wegschmeißen oder so? Wer will denn sowas? Da war gerade irgendein kleiner Fisch, den ich verscheucht habe. Aber bitte schön. Was wollte ich jetzt hier? Habe ich den Tag verwechselt? War heute nicht. Muss ich nochmal ein schwarzes Brett kurz gucken, aber ich dachte, der 5.4. wäre der Tag gewesen, von dem ich denke, dass er es gewesen, dass er. Okay, ich bin raus. I'm so fucking done with the shit. Was ist was? Du müsstest jetzt meinen Gesichtsausdruck gerade sehen. Ich meine, es ist schön, dass sich neue Feiertage einfallen haben lassen, aber. Also musste das. Also. Okay. Ich frage einfach nicht nach. Komm, ich frage nicht. Ich gehe zu diesem Osterhasen und gebe ihm seine Eier zurück. Die er scheinbar voll. Komm, das ist doch nicht wahr. Und die haben den doch nicht wirklich Ost genannt, oder? Ich meine, bitte, Edith, ist mir egal. Nur, wichtig ist nur mein Geburtstag. Oh, ein Fossil, dankeschön. So, irgendwer hat sich gerade enttäuscht. Ich hab's gerade gehört. Wahrscheinlich ich selber. So. Puff, und dann bin ich auf einmal da. So. Wie lange haben wir sie nicht gesehen? Keine Ahnung. Ach, komm, wir reden mit diesem Ding da. Boing, die Boing. Hallo, der Frühling liegt in der Luft. Schnibbidi Doing, flibbidi Zoink. Why not Zoidberg? Ich bin Osterhase. Das fröhliche. Den Wortwitz haben sie sich auch selber einfallen lassen, oder? Wenn ich diesen Titel schreibe, denken alle: Oh, Loni, oh, du bist ja witzig. Aber dabei ist es gar nicht von mir. Schau, siehst du? Ja, guck doch mal. Das fröhliche Frühlingskaninchen. Und wie geht's dir? Oh, ich hasse es, wenn sie mich so anglotzen. Der Frühling liegt in der Luft. Die Luft ist warm, die Blumen blühen. Ist das nicht toll? Warte mal. Weil ich gerade zu lange nichts gemacht habe, hat er gesagt, ich hasse es, wenn sie mich anglotzen oder was. Oder wie? Also unfassbar. Willst du nicht umhertollen und toben und springen und spielen? Willst du wissen, wie schwitzig es in diesem Kostüm ist? Also komm, lass uns heute zur Feier des Frühlings ein kleines Spiel spielen. Bist du bereit? Du suchst ein Ei oder zwei oder drei oder vier, aber das reimt sich nicht mehr. Ich kann hier dann kaum atmen. Bricht das Ei in Linse rein, es könnte ein Geschenk drin sein. Ja. Fühlt sich auch heftig, oder was? So. Öffnen. Gewinncoupon, was bitte? Was ist denn das für ein Glücksspiel-Scheiß hier? Was? Außerdem, wer ist denn das? Das ist ein bisschen komisch, weil ich meine, wir sind in der. Kann ich den Coupon anschauen? Also wir sind in einer Welt voller Tiere. Aber einen Hasen gibt's nicht. Der muss sich erst verkleiden, oder was? Ich habe einen Gewinncoupon. Ja, sogar drei. Ich habe drei fucking Gewinncoupons. Ich habe ein. Was habe ich gewonnen? Irgendeinen unnützen Teppich, oder was? Ein Eierteppich. Aha! Es gibt. Das habe ich mir fast gedacht. Eine Sammlung. Es gibt eine Ostereiersammlung, oder wie?
Genau, jetzt kommen die ganzen Möbel. Das ist ja interessant. Eine Eieruhr. Witzig. Ich habe keinen Dusel. Ich suche einfach nur richtig. Was willst du denn? Noch eins. Oh, wie viel habe ich eigentlich vergraben? Ich glaube, unter diesem Kostüm ist Peggy. Obwohl, dafür ist es im Prinzip schon zu fröhlich, aber... Ja, merkst du selber. Okay. Komm, ich will jetzt Sachen finden. Ach, schau mal, der Hase da oben. Jetzt hat er aufgehört. Ja, hast du gesehen? Hast du gesehen? Wenn ich jetzt wieder hingehe, wir schauen mal drauf. Wow, es ist tatsächlich der Hase, der so seufzt. Wider es mich an, was ist das? Also ich glaube, das ist wie das Eichelfest, nur man muss viel weniger Scheiße sammeln. Das Eichelfest, da musste man ja, wenn man die ganze Sammlung haben wollte, 230 von diesen Scheißdingern finden und abgeben. Und hier reichen halt für jedes Möbelstück und jedes Ding eins. Oh, sie sind voll, nein. Wieder vergraben. Was habe ich denn für Scheiß schon wieder dabei, ey? Messi-Inventarkind. Languste. Pff, Blatt. Ja, das war witzig. 70er Tapete. Cool. Na, okay. Pass auf, ich löse jetzt nochmal die beiden ein. Dann leere ich mein Inventar und dann machen wir weiter. Jawohl. Gib mir. Ach so, ich habe. Ja, ich muss die erst auspacken, ich Bob. So, ist in jedem Ei ein Gewinncoupon drin oder nicht? Ey, ein Grünbonbon. Auch cool. Ein Rot. Was genau soll mir das sagen jetzt, dieses Bonbonzeug? Dann bringst du es schnell wie möglich zu mir. Ja, hab ich doch. Ich habe einen Bonbon gefunden. I found a Bonbon, man. Hast du ein Ei gefunden? Oh. Er will mich nicht mehr sehen, ehe ich einen Gewinncoupon finde. Ist das schon Wichser-Style? Also ich meine. Ich glaube schon. Ich wäre nicht gern der Typ in dem Hasenkostüm, aber naja. Ist ja nicht mein Problem. Ist mir zu wack. Habe ich noch Fossilscheiße dabei? Dann mache ich das jetzt erstmal. Denn ich möchte die Sammlung wirklich haben und ich bekomme sie auch. Kannst du aber glauben. Dup, 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 dup.